Die neue Handelswoche hat begonnen und es ist ein einziges Abwarten, im Grunde bis Mittwoch, denn dann wird sich Jerome Powell im Gefolge der FED-Sitzung äußern. Und die Frage wird sein, wird er anders als letztes Mal verbal intervenieren? Wird er den Anstieg der Renditen runterreden sozusagen? Wird er diesmal sagen, ja, also das ist für uns etwas, was wir mit Sorge sehen? Da hat er sich das letzte Mal ja überhaupt verweigert, kann man sagen, hat wieder mal die Inflation klein geredet, hat gesagt, ja, wird kurz ansteigen, dann wieder zurückgehen. Die Märkte haben sich dann gesagt, naja, dann treiben wir eben die Renditen nach oben. So ist das heute Morgen auch wieder. Dementsprechend sehen wir wieder Tech im Fokus, das am meisten darunter leidet, wenn die Renditen steigen. Aber es geht eben nicht nur um die Renditen und es geht auch nicht nur um das Thema Inflation bei dem Fed Game, sondern es geht um die sogenannte Supplementary Leverage Ratio. Das ist, wenn man so will, eines der entscheidenden Kriterien jetzt. Da ist im April 2020, also vor einem Jahr auf dem Hochpunkt, wenn man so will, der Corona-Krise, hat die Fed faktisch den Banken erlaubt, weniger Eigenkapital vorhalten zu müssen für die Assets, für die Bilanzposten, die man hat. Dementsprechend wurde bei den Banken Kapital frei, weil man zum Beispiel Staatsanleihen rausgenommen hat aus diesen Assets, für die Eigenkapital vorgehalten werden muss. Damit wurde Kapital frei, damit konnten Banken Aktien kaufen, konnten maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Aktienmärkte so steil und krass erholt haben. Jetzt läuft aber diese ganze Geschichte im April aus und die Fed wird entweder jetzt auf dieser Sitzung verkünden müssen, wir verlängern das oder wir verlängern es nicht. Wenn es nicht verlängert wird, dann wird das wahrscheinlich unangenehm werden, denn das würde bedeuten, dass die Banken Staatsanleihen verkaufen müssen, denn das ist dann praktisch eine Belastung für sie. Es geht direkt ins Eigenkapital und Eigenkapital ist das Gold der Banken, wie ich immer wieder sage. Jedenfalls könnte es dann zu einem Sell-off an den Anleihenmärkten kommen und das wiederum würde die Renditen nach oben treiben und das wiederum wäre schlecht für die Aktienmärkte, besonders für die Tech-Werte an der Wall Street. Wenn man es doch verlängert, dieses SLR-Programm, dann würden die Renditen nach unten gehen. Es wäre die einfachste Möglichkeit für die Fed, das eigentlich zu tun, um die Renditen nach unten zu kriegen. Aber bisher scheint man sehr, sehr entspannt. Und dazu kommt auch, dass das nicht unbedingt das Fachgebiet von Jerome Powell ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Diese ganze SLR-Geschichte jedenfalls. Das wird mit die entscheidende Kernfrage sein und wir sehen, wenn hier nicht diese Verlängerung kommt, also wenn das Ganze nicht verlängert wird, was ökonomisch keinen Sinn macht, weil die US-Wirtschaft ja durchaus schon kräftig unterwegs ist, nicht mehr Liquidität braucht, dann würde das bedeuten, so hier Nordea, dass die US-Banken 650 bis 700 Milliarden Volumen an Staatsanleihen verkaufen müssten, denn das ist eben genau der Punkt, das würde dann das Eigenkapital belasten und das will man nicht. Hier mal jetzt zurückkommend zur Fed, wieder sehen wir mal die sogenannten Dotplots der letzten Sitzung. Diese Dotplots ist nichts anderes als die Erwartung der Fed-Mitglieder, wie es denn mit den Zinsen ausschaut. Und wir sehen ja, bis 2022 respektive 2023 erwarten die Fed-Mitglieder gar nichts, aber die Fed Fund Futures, die Future-Märkte, die im Grunde die Zinsentwicklung einpreisen, die sagen Ende 2022, Anfang 2023, kommt dann der erste Zinsschritt von vier Zinsschritten, die man erwartet, dann wären also die Zinsen etwa bei 1%, von derzeit 0%. Jedenfalls sehen wir heute Morgen wieder Anstieg der Renditen, 1,64% im Hoch heute, die 10-jährige US-Staatsanleihe und das ist eben genau das, was ein bisschen bremste jetzt die Aktienmärkte. Im asiatischen Handel hat man gut angefangen, dann allerdings auch wieder etwas deutlicher nachgelassen. Und das Problem bei dieser ganzen Renditegeschichte ist, diese steigenden Renditen, wie Sven Hennig hier richtigerweise sagt, sind natürlich eine Bedrohung für das gesamte System, denn das basiert letztendlich auf immensen Schulden, monströsen Schulden und diese Schulden sind nur dann tragbar, wenn es keine Zinsen gibt, wenn also sozusagen die Bedienung der Schulden nicht teurer wird. Genau das ist das Problem. Dementsprechend sagt Sven Hennig, sie werden irgendwann angreifen oder eingreifen, genauer gesagt, die Fed wird irgendwann eingreifen. Das wird wahrscheinlich passieren, aber die Frage ist, wann wird das passieren? Noch scheint die Fed nicht bereit zu sein. Dementsprechend ist das eben jetzt
ja, die Weichenstellung schlechthin für die Märkte am Mittwoch. Je nachdem, ob die Fed eben jetzt schon bereit ist einzuschreiten oder eben nicht, werden die Märkte so lange quengeln, bis die Fed einschreitet, also die Renditen nach oben treiben, vielleicht die Aktienmärkte nach unten bringen, damit die Fed einen Handlungsdruck hat, damit die Fed sieht, okay, wir müssen jetzt was tun. Das ist die große Frage, die wir sehen. Inzwischen jedenfalls am Wochenende Janet Yellen nochmal gesagt, na, Inflation, kein Problem. Damit haben wir überhaupt kein Problem. Wenn diese Inflation anzieht, dann haben wir die Instrumente, also dieses Mantra, das Frau Yellen immer vor sich her schiebt. Wir sehen hier mal die Google-Trends in Sachen Inflation. Die Amerikaner googeln nach Inflation wie noch nie zuvor. Das heißt, die spüren, dass da möglicherweise Inflation kommt, während die Fed oder die Finanzministerin Janet Yellen das alles noch kleinreden. Die Leute sind meistens schlauer, weil sie eben am eigenen Portemonnaie spüren, was da der Fall ist. Oh, die Dame hatten wir schon, jetzt machen wir nochmal da weiter. Nämlich bei den Aktienmärkten. Hier sehen wir, dass diese Volatilität oben im Chart der Anleihemärkte sehr lange ziemlich die Aktienmärkte beschäftigt hat. Allerdings jetzt in den letzten Tagen, respektive am Freitag, war es so, dass die Renditen durchaus gestiegen sind. Das hat den Nasdaq wieder belastet, der sich aber dann erholen konnte, während die Renditen nicht runtergekommen sind. Es gab also das erste Mal eine kleine Abkoppelung zwischen steigenden Renditen und den Tech-Werten. Aber ist das dauerhaft? Das ist die große Frage, die sich jetzt stellt. Schauen wir uns hier mal diese Wirtschaftserholung an. In Relation zu vorherigen Rezessionen in den USA, da sehen wir, das geht so steil nach oben wie in keiner anderen Rezession zuvor. Klar, wir haben hier einen Lockdown, wo im Prinzip alles erstmal zugemacht wird und wenn es dann wieder aufgemacht wird, dann ist es halt eben auch sehr dynamisch nach oben, während andere Rezessionen ja langsamer verlaufen sind. Das hat sich angekündigt, das dauert, bis das mal vorbei ist und das sorgt natürlich dafür, dass der Inflationsdruck höher sein wird, weil diese Erholung ebenso kräftig sein wird. Wir sehen hier die Aktienmärkte am Freitag, um jetzt nochmal das Thema der Aktienmärkte aufzugreifen. Und interessant war am Freitag an der Wall Street, dass wir Real Estate und Utilities als Hauptgewinner sahen. Das sind eigentlich absolut defensive Sektoren, also jetzt nicht gerade die Dinge, die sonst gesucht werden, wenn Risk-On der Fall ist. Und wir sehen, dass Technology sich zwar erholen konnte, dann noch am Freitag, aber dennoch der schlechteste Sektor war eben wegen der Renditeanstiege. Und wir sehen, wenn wir uns hier mal unten den Chart anschauen, Nasdaq 100 zu Russell 2000, also praktisch Tech to Value, wenn man das so bezeichnen will, geht weiter nach unten. Und oben eine Grafik von Goldman Sachs, die zeigt, wie lange jetzt hier Growth outperformed hat in Relation zu Value. Das ist im Grunde seit 2009, kann man sagen, ist Tech deutlich stärker als Value. Jetzt wäre da schon noch ein paar Jährchen Luft und ein paar Prozentchen Luft für Value, um hier aufzuholen, auch wenn wir zum Beispiel Entwicklungen sehen wie im Russell 2000, ein Nebenwerteindex, wo sehr viel Junk und wenig Value drin ist, der steigt und steigt und steigt und steigt. Das hat mit Value eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber wir sehen den Dow Jones, der jeden Tag auf neue Allzeithochs steigt, gleichwohl jetzt extrem überkauft ist, aber eben alle wollen rein in Value und nicht so wahnsinnig viele in Tech. Das gilt auch für China, wenn wir uns mal anschauen, was da los ist. Der CSI 300 Index 3% im Minus, der Chinex, dieser Tech-Index aus China, 5% im Minus und wir sehen hier den China A50 in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Da geht es im Grunde seit Mitte Februar relativ konstant nach unten mit einer kleinen Erholung, mal jetzt Ende letzter Woche, aber jetzt wieder der Abverkauf in China. Und das, obwohl China gute Zahlen jetzt vorgelegt hat zu Einzelhandelsumsätzen, zu Industrieproduktion in Relation zum Vorjahr etwas deutlicher gestiegen als erwartet. Allerdings im Vorjahr war ja alles da niedergelegen durch den Lockdown. Jedenfalls sehen wir, dass die chinesischen Märkte hier fallen, der Nikkei leicht im Plus, aber Chinas Aktienmärkte eben deutlich unter Druck. Das verhagelt so ein bisschen den Start in die Woche und wir sehen, das dürften Nachwirkungen sein, weil Chinas Führung eben bei den Tech-Werten ein bisschen die Daumenschrauben anzieht, bei Tencent, bei Ant Group und wie sie alle heißen. Da will man offenkundig vermeiden, dass diese Firmen zu mächtig werden und das sorgt dafür, dass man eben hier ein bisschen bremsen möchte offenkundig. Und hier sehen wir einen chinesischen Panda-Bär, der über die Wall Street stolpert. Vielleicht ein ganz lustiges Bild, mal sehen. Letztes Mal hat das dann die Wall Street nicht so stark beeindruckt. Ob es diesmal ein bisschen Auswirkungen hat, ja oder nein. So oder so, wir sehen Bitcoin jetzt im Fokus, nachdem die Kryptowährung am Wochenende
ein neues Allzeithoch erreicht hat, über 62.000 Dollar gestiegen ist, jetzt allerdings ein bisschen unter Druck ist, weil Indien offenkundig Kryptowährungen verbannen will. Und zwar wird man Miner bestrafen, auch Trader bestrafen. Der Besitz von Bitcoin soll verboten werden. Das könnte das erste größere Land sein, das das tut. Dementsprechend sehen wir hier, der Preis jetzt wieder ein bisschen unter Druck nach dem Höhenflug. Und wir sehen hier zum Beispiel den Blocktrainer, einer der besten Bitcoin-Kenner vermutlich. Ich habe mir diese Seite schon öfter angeschaut, auch Videos angeschaut. Und das ist, was Bitcoin-Technologie betrifft, sicherlich auf allerhöchstem Niveau. Aber eben was die Geldtheorie betrifft, vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Denn der Blocktrainer, der zum Beispiel dann sagt, ja, wir haben eine massive Ausweitung der Geldmenge, absolut richtig. Wir sehen hier die Geldmenge M2 aus den USA, 25% gestiegen, in der Eurozone 12% gestiegen. Und das würde bedeuten, so der Blocktrainer, dass unser Geld weniger wert wird, also praktisch, das sei Inflation. Aber das ist falsch. Die Ausweitung der Geldmenge ist noch lange keine Inflation. Das ist eben der Irrtum. Und das sehen wir hier zum Beispiel, die Inflation in der Eurozone in 2020, das also bei dieser immensen Geldmengenausweitung. Da sehen wir, dass wir im Prinzip zwischen oder den gesamten Sommer bis Dezember Deflation hatten. Also das Geld ist, wenn man so will, mehr wert geworden in Relation zu Gütern. Das hat sich dann geändert ab Januar. Da sehen wir dann, dass die Preise massiv gestiegen sind. Was heißt massiv? 0,9%. Und der entscheidende Punkt, und das ist eben wichtig, Geldmengenausweitung ist nicht Inflation, sondern das wird nur zur Inflation, wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit deutlich steigt. Und die ist ja rapide gesunken. Klar, wenn im Lockdown kaum einer einkaufte, wenn bestimmte Transaktionen nicht stattfinden, dann verlangsamt sich eben die Geldumlaufgeschwindigkeit. Für Inflation wäre also die Voraussetzung, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit massiv anzieht. Also, da ist sozusagen das Argument für weiter steigende Bitcoin-Kurse gewesen, und das will ich nur hier mal zu bedenken geben, dass eben die Geldmenge steigt, aber das ist eben nicht per se Inflation. Das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Und vielleicht auch noch wichtig für all diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, die Amerikaner haben am Wochenende die Zeit auf Sommerzeit umgestellt. Das heißt, die Wall Street wird im Kassahandel heute 14:30 Uhr beginnen und nicht 15:30 Uhr. Das nur noch als Hinweis. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Start in diese Woche. Wie gesagt, am Mittwoch, das wird entscheidend. Bis dahin wird es ein nervöses Auf und Ab gehen. Ich glaube, ohne ganz klaren Trend, ohne dass man jetzt sagt, da werden die Märkte nach oben durch die Decke schießen, aber eben wahrscheinlich nach unten auch nicht. Dementsprechend dürfte es bis Mittwoch, bis zu den Aussagen von Jerome Powell, volatil zugehen. Ich wünsche dir das Allerbeste und sag Servus und Ciao.